Mini Farbunti, nee. Das sind zusammen zwei. Würdet 3, 4, 5, 6, 7. Wo gern möchtet zusammenbleiben, getragen. Der deutsche Comedian Kaya Janar macht sich parat für den Auftritt. Sound check, check. Hallo, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Ruf. Seit 12 Jahren lebt er in der Schweiz. Nein, mir ist schon klar, dass über Deutsche abgelästert wird in der Schweiz und dass die ein schwieriges Image haben. Und so. Das ist mir schon klar. Jeder zweite Deutsche, der in die Schweiz gekommen ist, geht innerhalb von 5 Jahren wieder zurück auf Deutschland. Wieso bist du nicht heimisch geworden in der Schweiz? Weil ich mich wirklich zweitklassig gefühlt habe und ich das nicht wollte für mich und mein Leben. Okay, ein bisschen Styropor und Karton noch rein. Zur Sicherheit. Wie ist dein Stand von der Integration jetzt? 30% vielleicht. Früher war ich lauter und direkter. Heute bin ich ein bisschen gemäßigter. Faktisch, sie sind die grösste Einwanderergruppe in der Schweiz. Aber warum werden dann so viele Deutsche in der Schweiz nicht heimisch? Wenn ich an Integration denke von Menschen, die hier in die Schweiz kommen, dann denke ich in erster Linie nicht an Deutsche. Ich habe das Gefühl, die Sprache ist recht ähnlich und auch die Kultur ist recht ähnlich wie die hier in der Schweiz. Aber anscheinend gibt es Menschen, die Mühe haben, sich hier zu integrieren. Und unter anderem darum gibt es den Verein Deutsche in der Schweiz. Und den gehe ich jetzt besuchen. Die Vereinsversammlung ist in einer Bar zu Luzern. Im Gewühlinnen suche ich den Präsident Matthias Estemann. Er lebt seit 25 Jahren in der Schweiz. Und wenn ich eine Frage stelle für die Leute, Deutsch, Hochdeutsch, Schweizerdeutsch? Ich würde es mit Schweizerdeutsch versuchen. Und wer es nicht versteht, der soll dir sagen, wie bitte? Denn es geht ja um das Thema Integration. Die meisten, die hier sind, die können Schweizerdeutsch. Ja. Also verstehen es. Reden kann keiner. Ich bin oben. Das ist Sabine. Hoi, Sabine. Hallo. Machst du euch gemütlich? Ja, ja, super. Wie hast du deine Integration erlebt? Schwieriger manchmal, weil ich doch einige Sachen gemacht habe. Aufgrund Unwissenheit habe ich Sachen gemacht, die ich einfach dachte, sie wären vielleicht richtig. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, das war nicht so schlau. Und dann habe ich alles, was ich am Anfang abgeschlossen habe oder übernommen habe, habe ich alles über den Haufen geworfen und alles wieder neu gemacht. Also der Deutsche muss in erster Linie lernen, 2-3 Gänge zurückzuschrauben. Ich kann nicht, wenn ich eine E-Mail schicke an jemanden, 10 Minuten später anrufe und sage, hast du meine Mail, hast du schon eine Antwort. Dieses Drängelige, dieses Fordernde, dieses Zack, Zack, das kannst du vergessen. Wie erleben die ganzen Vorurteile gegenüber Deutschen? Viele sind ja richtig, echt. Viele sind ja wahr. Also zum Beispiel, dass Deutsche arrogant sind? Ja. Die Deutschen sind nicht unbedingt arrogant, sondern sie sind direkt und ehrlich. Und der Schweizer ist nicht unbedingt immer ehrlich. Er sagt das, was dem anderen vielleicht besser passen könnte, damit er selber nicht aneckt. Und dem Deutschen ist das eigentlich scheißegal. Der sagt das, was er denkt. Jetzt bin ich nicht so direkt. Ja, ich war, früher war ich lauter und direkter. Heute bin ich ein bisschen gemäßigter eigentlich. Du hast vorhin von Sprüchen gehört, die du amigs hörst. Gibt es Sachen, die gehen dir zu weit? Regelmäßig. Gibt's auch so Sachen. Ich habe mal einen Spruch gehabt vor einer Weile, da war auch ein Gast. Das ist witzig, als Busfahrer kriegst du ja einiges mit und das merken die Leute ja nicht. Ja, und da hat jemand in der zweiten, dritten Reihe hinten erzählt, da war ich ziemlich neu beim Gästchen. Und sagt doch die eine, jetzt münd die schon Deutsche in Stelle. Händ die keine Schweizer mehr zum Fahren? Also es ist schon ein bisschen heavy, ja, wenn du so einen Spruch hörst. Aber du. Aber Aiolo geschnitt. Ja, da rein, da raus. Da muss man. Das ist normal. Und trotzdem gibt es viele Deutsche, die wieder zurückgehen. Was? Ja, aber es gibt ja wahnsinnig viele Gründe, warum jemand zurückgeht. Weil der Schweizer verkauft die Schweiz ja immer alles rosig, alles toll, alles super, alles mega genial. Und wenn du dann hier bist, merkst du, dass 2-3 Sachen doch anders sind. Und die Integrationserfahrungen geben die langjährigen Zuwanderer gerne den neuen Ankömmling weiter. Schweizerdeutschkurse sind zum Beispiel ein Thema, das immer wieder aufkommt. Hast du das schon mal ausprobiert oder diesen Kurs gemacht? Nein, ich habe ihn gemacht. Und? Hat nichts gebracht. Hörst du doch. Was würdet ihr ihm für einen Tipp geben, um irgendwie den Zugang finden zu Schweizer und Schweizerinnen? Vereine.
Vereine. Sportverein, Gesangsverein, Hebelverein. Das ist entweder mit den Arbeitskollegen. Ja, das ist wirklich bei mir aus. Ich arbeite fast nicht mehr Deutsch. Schlecht. Schlechteste Voraussetzung überhaupt zum Integrieren. Du musst alleine losgehen und auf die Schweizer zugehen. Die kommen nicht zu dir. Aber und da darfst du dich wundern, wenn irgendeiner einen dummen Spruch bringt. Dummen Spruch? Ja, wenn da einer im Verein ist, wenn die Schweizer unter sich sind und irgendeiner sagt, hey, der Hugo scheiß Bütsche. Es gibt immer irgendeinen, der das sagt. Ja, machen sie gerne zum Fettbälle. Ja, weißt du. Stichele. Aber die meinen das teilweise wirklich so, aber tun so, als wenn sie Fettbälle. Der Johannes ist seit einem halben Jahr in der Schweiz. Er erzählt mir, dass er sich vorab gut vorbereitet hat. Ich hatte jetzt keinen Kulturschock, sage ich mal. Klar, manche Sachen sind schon anders und auch mehr anders als erwartet, aber nicht signifikant so, dass ich gesagt hätte, boah, das ist aber ganz, ganz anders. Kein Kulturschock, aber also doch anders. Ich bin gespannt, wie sich der Johannes integrieren will und werde ihn in ein paar Wochen wieder treffen. Zum Stammtisch gehört der Currywurst dazu. Sie sagt zwar dreimal teurer als in Berlin, erzählt mir der Eins mit dem Augenzwinkern. Aber es gibt Heimatgefühl. Ich bin im Haus von meinen Eltern. Beides sind halb Deutsche, aber sind in der Schweiz aufgewachsen. Ich habe darum auch keinen Bezug zu Deutschland. Zwei von meinen Grosseltern sind als Kriegsflüchtlinge in die Schweiz gekommen und haben da jeweils einen Schweizer und eine Schweizerin geheiratet. Weil ihre Heimat in Trümmer gelegen ist, haben sie gar keine andere Wahl gehabt, als da heimisch zu werden. Ich habe jetzt gerade einen Videocall mit der Fiona aus Düsseldorf und ich kenne sie wie eine Kollegin, wo die Fiona da in der Schweiz war. Und sie ist ein bisschen der Grund, wieso ich die Reportage mache. Es hat mich nämlich extrem überrascht, was sie erzählt hat über ihre Erlebnis als Deutsche da in der Schweiz und auch der Grund, warum sie sich nicht mehr vorstellen könnte, da in der Schweiz zu wohnen. Hi Fiona. Hi. Was hast du für Erwartungen gehabt, bevor du in die Schweiz kommst? War, glaube ich, ein bisschen naiv oder da rangegangen. Also meine Erwartungshaltung war eigentlich, dass es einfach, also ich war sehr, sehr optimistisch. Ich wusste, es ist ein wunderschönes Land. Ich habe mich extrem darauf gefreut, wirklich das Land und auch die Leute kennenzulernen und hatte irgendwie im Kopf einfach, dass die Schweizer bekannt sind, sehr höflich zu sein. Aber was sind die Erlebnisse gewesen, die dich nachher enttäuscht haben? Also es war ein Enttäuschung gekoppelt mit einfach irgendwie einem kleinen Schock. Tatsächlich, dass ich das erste Mal so wahrgenommen habe, ich bin für mich gar nicht willkommen. Also ich kannte das vorher noch nicht, dass ich mich unwillkommen fühle, einfach nur wegen meiner Herkunft. Einmal, als wir dann eben bei Rudi Rock waren, beim Dessert und so ein Spiel gespielt haben und der eine nonstop irgendwie so Witze über den Deutschen gemacht hat und da fällt mir jetzt auch einfach nicht mehr ein einzelner Witz ein, sondern nur dieses Gefühl, dass mir dabei geblieben ist, dass ich dann einfach gesagt habe, ich gehe jetzt, weil ich kann auch genug Witze über die Deutschen machen und ich kann auch sehr gut über mich lachen, aber wenn ich irgendwann das Gefühl habe, es ist als Witz getarnt, aber gar nicht mehr als Witz gemeint, dann wird es mir irgendwann einfach zu viel. Ist das jetzt ein Einzelfall gewesen, könnte man sagen, oder ist das etwas, ein Gefühl gewesen, wo du über dein, du bist ja ein Jahr da gewesen, über das ganze Jahr immer wieder bekommen hast? Also wenn ich so drüber nachdenke, fallen mir locker 6 Situationen ein, wo ich wirklich das Gefühl bekommen habe, dass irgendwas mit den Deutschen nicht stimmt. Und ich war mehrmals wirklich dann am Weinen nach irgendwelchen Situationen, und weil ich es einfach auch nicht fassen konnte und einfach nicht verstehen konnte, warum man einfach so einen Hass abbekommt. Kannst du vielleicht zusammenfassen, wieso bist du nicht heimisch geworden in der Schweiz? Ich mich wirklich zweitklassig gefühlt habe und ich das nicht wollte für mich und mein Leben. Sich zweitklassig fühlen als Deutsche in der Schweiz. Ich finde das recht eine krasse Aussage. Jetzt möchte ich mit jemandem reden, der da heimisch geworden ist. Tschüss, Fiona. Ich bin im Kongresshaus in Zürich und warte auf den Comedian Kai Janar. Ich begleite ihn heute Backstage vor seiner Show. Parkplätze ohne Ende und wir kriegen nichts. Mit dabei ist auch sein Kollege, der Ivan Knie. Was wir heute zahlen an Miete, und da ist kein Parkplatz. Hey! Hallo! Hallo! Ja. Hey, das war ganz toll. Ja, es freut mich, hier zu sein, ja, ja. Im Kongress. Jetzt geht's. Hi. Hi, Ivan. Simon, hi. Auf dem Parkplatz.
Wir brauchen keinen Parkplatz. Autofahren scheint beim Kai ein allgemeines grösseres Integrationsthema zu sein. Normalerweise zwar nicht parkieren, aber an die Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Schweiz hat er sich zuerst mal gewöhnen. Was sagt dir amigs das Umfeld? Solltest du Schweizerdeutsch reden versuchen oder sagen sie, lass lieber sein? Achtung, Tisch. War letztes Mal noch nicht hier. Nee, das verlangt keiner von mir. Das verlangt niemand von dir? Nee. Ja. Ja. Alle sind froh, dass ich kein Schweizerdeutsch rede. Guck mal, ich trage meine Sachen selber. Niemand mehr hier. Parkplatz muss ich auch selber suchen. Ist das nur in der Schweiz oder auch im Ausland? In Deutschland haben wir ungefähr 40 Leute, die sich um mich kümmern. Da sind die Arbeitskräfte ein bisschen billiger. Das ist die Bühne. Ja. Schon gefilmt? Nur nicht. Nein? Keine Kosten und Mühen gescheut. Meine Mutter hat das handgeklöppelt, das Bühnenbild. Hi, Kaya. Im 2017 hat Kaias Programm «Reiz der Schweiz» zusammengestellt. Dort erzählt er über seine Integration in die Schweiz. Ich hatte keinen Kulturschock, als ich in die Schweiz gezogen bin. Ganz ehrlich, ich hatte keinen Kulturschock. Also viele, die Schweiz, Deutsche, die in die Schweiz ziehen, kriegen den einen oder anderen Kulturschock oder einige Kulturschocks. Das ist eine Mehrzahl von Schock. Schöckeli, genau. Es gibt einige. Nein, ich bin nach 5 Jahren in der Mitte der Schweizer Gesellschaft angekommen. Wisst ihr, woran man das erkennen kann? Ich kann mittlerweile den Müll trennen in der Schweiz. Ich war richtig stolz auf meine ersten beiden Bündelis, ja? Altpapier-Karton-Bündeli, das sah echt cool aus. Ich muss echt sagen, ja, doch, das hat was, diese Bündelis. Ich wollte, dass die Nachbarn das sehen, damit die sehen, ich habe mich gut integriert. Ich bin angekommen in der Schweiz, da, meine Bündelis. Keine Socke gekommen, keiner da, egal. Ein Tag später kam ich wieder zurück, Altpapier-Bündeli war weg, Karton war immer noch da, weil es wird ja an einem anderen Tag abgeholt. Das wäre ja zu einfach, wenn es am selben Tag abgeholt werden würde. Dann stand ich vor meinem Kartonbündeli und dann kam ein Nachbar. Ja, habe ich mir gedacht, dass das von Ihnen ist, oder? Ja. Sagen Sie mal, haben Sie keinen Abfallkalender? Was? Einen Abfallkalender? Einen Abfallkalender? Warum soll ich mir Bilder von Müll an die Wand hängen? Und kannst du übersetzen? Ich verstehe kein Wort, was er sagt. Und das, was du jetzt in der Hand gehabt hast, ja, würde ich bei der Treppe hinein und tue auf ein Stativ. Passt das? Ja. Super. Sag immer ja und hinterher. Danke. Was ist das oft, dass Schweizer nicht so wissen, dass du Witz machst, nee, dass du nicht ernst meinst? Nee, das Gute ist, wenn du bekannt bist als Schwachkopf, das ist wirklich, die geben dir Narrenfreiheit ohne Ende. Und diese Narrenfreiheit, die brauche ich, weil ich wirklich ein Schwachkopf bin. Weißt du, wo der Auftrag drauf ist? Ja, zu Ihnen. Der Kaya lebt mit seiner Schweizer Frau und den beiden Kindern. Ich tue wahnsinnig gerne in der Schweiz, weil ich einfach abends zu Hause bin. So. Und das ist mir vor allem, seitdem ich Familienvater geworden bin, am wichtigsten. Dass ich einfach mit meinen Kids frühstücken kann. So, das ist so ganz wichtig, den Tag mit den Kindern zu beginnen. Und das fehlt mir dann, wenn ich in Deutschland auf Tour bin. Also dann habe ich Heimweh. So. Nini Farbontini, das sind zusammen 2. Würdet 3, 4, 5, 6, 7. Wogen möchte zusammen bleiben, getragen. Wo sich Latlag sehe. Ja, der Kaya kennt die Schweiz. Sicher auch durch seinen Onkel, der bis zu seinem Tod angelebt hat. Gibt es Sachen, wo aber gleich überrascht warst? Als ich hierher kam? Ja. Also, wo ich richtig beeindruckt war, war einfach der Umgangston und die Freundlichkeit. Das ist wirklich in der Kultur, in der Atmosphäre der Schweiz, ist einfach diese Freundlichkeit, die sich die Schweizer hoffentlich niemals nehmen lassen. Du machst jetzt sehr viel Kompliment an der Schweiz. Bist du nie angefeindet worden? Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, wo wir in, da war ich in der S-Bahn und da gab es einen von diesen Telefonierern, diesen Lauttelefonierern. Ist irgendwie sein Headset drin gehabt.
wahrscheinlich noch mit Noise Cancelling und alles, was ich höre, ist das komplette Abteil. Und dann habe ich einfach, weil er direkt hinter mir saß, ihn so gespiegelt und habe auch und dann kam er so um die Ecke und sagte, was ist hier los? Und dann hat er mich, ist ein Problem, hä? Und dann habe ich ihn angefangen, wer hat denn angefangen? So, und dann haben wir uns so angeblafft und irgendwann standen wir uns Nase an Nase und er so, hey, du bist doch der Krajaner. Ich bin ein Riesenfan, ich finde dich voll geil. So, das war so das Maximum, was mir bis jetzt passiert ist an unfreundlichen oder bedrohlichen Situationen. Also das, was ich mitbekommen habe, geht jetzt nicht in Anfeindungen. So, das ist von mir aus sind es irgendwelche Ressentiments, die man hat. Aber vom Ressentiment hin bis zum offenen Rassismus, sage ich jetzt mal, es ist ein langer Weg. Und ich habe es zumindest jetzt so nicht mitbekommen. Vielleicht lebe ich da zu sehr in meiner Bubble. Aber ich kenne natürlich auch viele Deutsche, die dann auch wieder ausgewandert sind, die gesagt haben, wir kommen hier einfach nicht an. Ich weiß nicht, ob mein ganzer Weg eines Promis sowieso ein Sonderweg war, was die Schweiz betrifft. Mir ist auch bewusst, dass es anderen Leuten, die in die Schweiz eingewandert sind, dass die nicht so positive Erfahrungen gemacht haben. Aber genauso ging es mir ja auch in Deutschland als Türke. Hier zähle ich ja als Deutscher. Sehr interessant. Hier habe ich ja meine Integration vollendet. Also heute bin ich noch in Deutschland der Deutsch-Türke. So. Also dieses Türken-Label kriege ich nicht los, auch nach 50 Jahren. Ich kenne Leute, die wurden, also in Deutschland, Landsleute, die wurden übelst angefeindet. Die sagen, ja, ich liebe aber Deutschland. Ich lasse mir mein Deutschland nicht kaputt machen von irgendwelchen Idioten. So. Und die wird es mit Sicherheit auch in der Schweiz geben. Also, ja, ich weiß, ich wurde oft angefeindet, aber ich liebe die Schweiz, ich fühle mich hier wohl und ich möchte hier bleiben. Aber fühlst du dich auch zuhause in der Schweiz? Ich bin ehrlich, mein Heimatgefühl ist nicht unbedingt geografisch. Natürlich sind meine Kindheitserinnerungen in Deutschland. Wenn ich nach Frankfurt am Main komme, wo meine Familie noch lebt, dann habe ich schon ein Heimatgefühl, was geografisch da ist. Aber jetzt sage ich was unfassbar Romantisches, wo viele Frauen sagen, ah, und viele Männer sagen, pff. Mein Zuhause habe ich gefunden mit meiner Frau. Das ist für mich jetzt in meinem Leben personengebunden, die Heimat. Weil das Heimatgefühl immer gestört wurde. Meine Eltern haben das immer gestört, weil sie sagten, ja, wir sind keine Deutschen. So, wir wissen nicht, ob wir hier bleiben. Wir wissen nicht, ob wir hier bleiben dürfen. Das war auch, wenn man zurückschaut, auch so ein bisschen fast schon dramatisch, dass meine Eltern irgendwie immer mir klar machen wollten, wir werden nie Deutsche sein. Wir werden immer halt Türken bleiben und du musst dich damit abfinden. So. Soundcheck? Genau. Ja. Super. Soundcheck, check. Hallo, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Hörruf. Super, tipptopp, parat. Ich reise auf Standstaat. Ich habe abgemacht mit dem Johannes, den ich aus dem Verein Deutsche in der Schweiz kenne. Er zügelt heute von da in eine grössere Ortschaft. Auf Cham im Kanton Zug. Er hofft sich dort nämlich mehr Möglichkeiten, Anschluss zu finden. Doch dann kommt die Nachricht über, dass sich alles um mehrere Stunden verschiebt, weil der Vormieter noch nicht aus der Wohnung draußen ist. Wie ihr seht, mittlerweile ist Nacht. Hey! Hi Simon, hey! Endlich! Hi! Ja, ja sorry, hey! Bei dir! Bei dir auch! Bei mir Semi, ja? Semi! Ja, hat alles sehr lange gedauert heute, leider. Ja. Am Johannes sind neue Mitbewohner, hilft ihm beim Zügeln. Wollt aber nicht gefilmt werden. Wenn das Gesicht nicht drauf ist, alles gut. Okay. Wie fangen wir an? Fangen wir mit dem Bett an, oder? Egal, wenn ihr wirklich nicht könnt, kann ich auch schnell helfen. Wäre super, wenn du mithelfen könntest. Ja. Oh. Also komm, leg ab, dann nehme ich ihn. Ist gut, ich nehme. Wie legen wir den? Oh, der ist schwer. Ursprünglich war der Plan, dass Johannes heute alleine zügelt. Jetzt ist er aber froh, packen wir das Dritte an. Also merkst du das? Dass halt weniger, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst, dass du halt noch nicht so vernetzt bist. Wir werden jetzt gleich mal noch die Nachbarin fragen, die dann ein bisschen helfen wird, du bist ja der Sohn. Weil ich habe noch ein paar Sachen in einem anderen Raum drin. Aber klar, das spielt mit rein auf jeden Fall in die ganze Thematik. Was erhoffst du jetzt mit dem Umzug auf Cham? Was ist so deine Hoffnung? Eigentlich soll alles besser werden. Ich meine sozial, klar, weiterbildungstechnisch und
ja, vom gesamten Leben. Also. Und es gibt schon die ersten guten News. Im Unternehmen von Johannes sind neu zwei Schweizer dazugestoßen. Und hast du das jetzt mal überlegt wegen einem Sprachkurs? Oder ist das immer noch... Oh, warte mal, ich habe gerade kurz einen Krampf bekommen. Von ihm. Das musst du gleich nochmal aufnehmen. Oh, shit. Okay, also nochmal. Eben, weißt du, wegen dem Schweizerdeutsch Sprachkurs, hast du das mal überlegt noch? Ja, aber ich glaube, das werde ich nicht machen, weil mir ein paar andere gesagt haben, dass sich das eigentlich nicht wirklich rentiert. Und dass eigentlich Learning by Doing so ein bisschen das Beste ist. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht weiter verfolgen für den Anfang jetzt. Und was ist deine Strategie, dass du jetzt das Learning by Doing kannst machen? Meine neuen Arbeitskollegen. Aber du wolltest ja lernen reden. Also ich finde, das gehört eigentlich zur Integration mit dazu. In der Öffentlichkeit will er aber erst Schweizerdeutsch reden, wenn es präsentierfähig ist. Ist fertig, ja. Hey, lustig, dass du mich fragst wegen Mundart. Ja. Ich habe mit vielen gesprochen und viele Schweizer haben mir gesagt, das ist eine Beleidigung, wenn du als Deutscher Mundart probierst. Und wenn ich Mundart spreche, dann klingt das so, als ob ich sie verarschen würde. Ach, wirklich? Das haben mir 8 von 10 gesagt. Wirklich? Guck hier, ein bisschen Styropor und Karton noch rein. Zur Sicherheit. Wir tun noch mal so, als ob wir neu starten, weil ich habe so viel Scheiße gelabert. Genau. Geht das? Wahrscheinlich ist es authentischer. Okay, dann rein. Rein. Bei der Suche nach einem Mitbewohner haben sich hauptsächlich Deutsche gemeldet. Optimal wäre laut Johannes ein Schweizer oder eine Schweizerin gewesen, die ihm den Zugang zu einem Freundeskreis vereinfacht hat. Den wollte er sich jetzt auf einem anderen Weg aufbauen. Lustiges Bild, hä? Du hast mir vorher erzählt, hey, du hoffst, wenn du jetzt auf Kram kommst, dass sich wie alle Facetten von deinem Leben verbessern. Wenn jetzt das nicht passiert, bist du geduldig oder sagst du irgendwann, hey, ich gehe zurück auf Deutschland? Nee, ich bin geduldig. Also, ja. Also du bist richtig motiviert, auch etwas dafür zu tun? Auf jeden Fall. Für deine Integration und für... Ja, aber ich habe schon ein paar Vereine in Aussicht. Ich muss sagen, Schützenverein, was in die Richtung, wäre ganz cool. Ja. Aha, sorry, gar nichts, dass du da reinrutschst. Alles gut. Ja, die Strecke hier ist mega. Das erste Mal, wie ich hier runtergekommen bin, bin ich fast vom Hocker gefallen, weil es halt schon extrem schön ist. Wie ist dein Stand vor der Integration jetzt? Puh, ich weiß ja nicht, was das Endlevel ist, deswegen weiß ich nicht, wo ich auf der Skala bin. So von dem Gefühl, wie fühlst du dich angekommen? 30% vielleicht. 30%? Ja. Und die restlichen Prozente hoffst du jetzt auch mit dem Umzug auf Kram zu erschliessen? Ich denke, um zu den 100% zu kommen, muss man schon länger da sein als 2-3 Jahre. Also hast du schon vorab Zeit gebündelt? Nee, das nicht. Es gibt viele Gründe, warum Deutsche die Schweiz wieder verlässt. Es gibt die, die es sicher von Anfang an so geplant haben oder die Karriere zum Beispiel einen anderen Verlauf genommen hat. Aber es gibt auch die, die sich nicht wohlgefühlt haben in der Schweiz. Ausgrenzt oder sogar angefeindet worden sind. Mir ist durch die Reportage nochmal bewusst worden, was für ein Privileg das ich eigentlich habe, dass an dem Ort, wo ich wohne, mir die Menschen grundsätzlich positiv gestimmt sind. Und ich bin nochmal neu motiviert, um auch allen Menschen so begegnen, auch denen, die zugewandert sind. Aber was sind eure Gedanken zum Thema? Liebe deutsche Community, fühlt ihr euch wohl in der Schweiz? Habt denn ihr noch Tipps für Leute, die jetzt neu hier ankommen in die Schweiz? Dann schreibt mir doch da unten in den Kommentaren. Und auch wenn ihr noch Fragen habt, zum Beispiel an mich oder an die Protagonisten in dieser Reportage, dann schreibt mir doch da unten rein. Wenn ihr noch mehr Folgen wollt sehen von SRF Rec, die findet ihr auf SRF Play oder dann hier auf YouTube. Ich kann euch zum Beispiel die Reportage empfehlen über die portugiesische Community.